Für das letzte Champions League-Spiel in der Gruppenphase wollte Filip Jicha sich keine Blöße geben gegen Zagreb und den neuen Trainer Ivica Obervan. Anfangsphase vor allen Dingen geprägt durch Oskar Sunnefeld. Der hatte einen tollen Tag erwischt. Hier der zweite von insgesamt 9 Treffern des jungen Schweden. Zum einen sollte dieser dritte Platz in der Gruppe nicht mehr in Gefahr geraten. Auf der anderen Seite sollten auch ein paar Stammkräfte geschont werden, wie zum Beispiel Sander Sargosen. Das gelang dem THW einigermaßen in der ersten Hälfte, speziell in den ersten 15 Minuten. Danach konnte man sich so langsam absetzen. Domagoj Duvnjak, natürlich gegen Zagreb im Einsatz. Dieses Spiel wollte er selbstverständlich nicht verlieren. Im Tor zunächst Dario Quenstedt, in der ersten Hälfte Landin auf der Bank. Ja, ein mehr oder weniger zufälliges Anspiel für Pavel Horak, der sich so ein bisschen ins Fäustchen lachte. Er ist ja nicht mehr der Mann für die Tore hinten, sondern für die Abwehrarbeit hinten zuständig. Nach 23 Minuten wuchs der Vorsprung auf insgesamt 4 Tore mittlerweile. 17-13, Magnus Landin war mittlerweile im Spiel für Rune Damke. Auch Sander Sargosen konnte sich in die Liste der Torewerfer eintragen, aber er spielte nur wenige Minuten gegen Zacke. Das konnte sich das Team von Filip Jicha erlauben. Rune Damke mit dem 22-15 der THW Kiel in eigener Halle spielfreudig. Miha Zarabetz, auch er war dabei. Filip Jicha wechselte munter durch. Der letzte Treffer in der ersten Hälfte von Sven Erik. Niklas Ekberg wurde geschont, er war überhaupt nicht dabei. In der zweiten Hälfte Niklas Landin mittlerweile im Kasten. Vistorop mit diesem Treffer. Und vorne ging es munter weiter mit Oskar Sunnefeld, der endlich mal einen Sahnetag erwischt hatte beim THW. Die Kieler zehrten von diesem herausgespielten Vorsprung, ohne in Gefahr zu geraten. Zagreb machte munter mit, spielte Chancen heraus und sorgte somit für ein attraktives Handballspiel. Das Pendant zu Sunnefeld im rechten Rückraum war Harald Reinkind. Sehr gut drauf heute nach der Vertragsverlängerung durch den THW. Er hatte mehr Spielanteile als Steffen Weinhold, aber der machte dieses wunderbare Anspiel auf Sven Erik. Klasse rausgespielt. Philipp Weger war jetzt auch dabei mit der 22. Der ganze Nachwuchs und Ciudad, der 18-jährige Kreisläufer, nur an die Latte. Das war die letzte Aktion. Es blieb beim 36-30 für den THW Kiel, die damit letztendlich den dritten Platz in der Gruppe klar machten.